Noch nicht mal eine Folge und schon schlechtes Klima zwischen Axel und Chat. Ja. Ja, ja. So, aber hier noch Stern des Kalten Berges, das klingt schon wieder so. Brauche ich dafür Wario? Wenn jemand da sagt, ich brauche dafür Wario, dann. Nein, ehrlich, der Stern des Kalten Berges. Mario. Was ist denn der Stern des Kalten Berges? Das ist bestimmt auch wieder so einer mit Knopfdruckmechanik, oder? Könnte ich mir Ich hasse sowas. Da soll man erstmal diese Knöpfe finden und dann muss man auch noch den Stern erreichen. Ich weiß ja noch nicht mal, wo der Stern überhaupt dann zu finden wäre. Ich weiß gar nicht, wo die. Also, nochmal diesmal jetzt gleich von Anfang an, wo ist der Knopf? Du hast hier einen sehr schadenfreundlichen. Wario wird benötigt nach ganz unten. Okay, danke schön. Ich hoffe, das stimmt auch. Hui, Münzen. So. Die brauchte ich nicht unbedingt, aber ich wollte sie haben. Weil ich bin geil auf Münzen. So, hier ist auf jeden Fall schon mal Warios Mütze. Und ich muss aufpassen, dass ich den auch platt mache. Ding dong. Hase sagt so, also mein neuer Running Gag ab heute benutzt Mario, Wario. Dieser Running Gag wird leider niemals das Licht der Leighton-Welt erblicken. Das kann ich gleich von Anfang an sagen. So, wofür brauche ich jetzt Wario? Dankeschön. Nur damit's cool aussieht. Danke. Nein. Aber jetzt mal ernsthaft. Natürlich die Eisfläche. Oh ja, da war ja was. So, Moment. Also das heißt, wenn er seinen Hintern auf die Eisfläche. Ja, so, jetzt weiß ich, wo der Stern ist. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch den. Und da ist der Knopf. Ich sehe den Knopf, ich sehe den Knopf. 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 No. Stoß dir nicht den Knopf am Kopf. Andersrum. Alles klar. Nein! So ein Mist! Nutz Wario und dann noch einen Übersichtsplan, auf dem der Schalter eingezeichnet ist. Gute Idee. So, diesmal nehmen wir den kurzen Weg, wenn das denn geht. Und es geht. Yippie. Okay, ja, aber das mit dem Stampfen, das, also mit der Eisfläche, das hatte ich ja voll vergessen. Hey, bleib hier! Blub! Wäh! Wäh! Pinguin! Wäh! So, okay. Das ist jetzt erledigt. Jetzt vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig! Oh Mann. Ziemlich vorsichtig, muss ich sagen. Wow. Ganz vorsichtig. Dieses Spiel erinnert mich an ein Rätsel. Wie viele Exilos braucht man, um einen Stern zu sammeln? Vorsichtig. Oh Gott. Oh, ich hab hier Weintrauben. Ja, die brauche ich jetzt. Das war zum Glück gut geglitscht. Warum rennen die vor mir weg? Ich dachte, die müssen zu mir hin. Ja, die mit Mütze, glaube ich, verpissen sich jedes Mal. Oh, die verziehen sich. Halt. Aber ich glaube, die normale Kumpasse greifen nicht an. Die verziehen sich. Ja, die verziehen sich, genau. Oh, wenn ich heute an die Arbeit denke, da war irgendwie, weiß ich nicht, wir haben ein Hotel nebenan und da hat auch immer einer so zu so einem Gast gesagt, der anscheinend nicht nett war, beziehungsweise irgendwelchen Quatsch gebaut hat, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, immer wieder. Schlimm sowas. So. Ja, verpissen ist kein dauerhaftes Wort, aber ich bin noch ein Kind. Okay, ich bin gar keine Dame. Oh Gott, ich flieg zu weit. Was nun? Der Pinguin da. Der ist einfach runtergesprungen. Okay, den Stern haben wir auch. Mom. Jetzt möchte jeder Weintrauben. Also,
wenn, wenn das hier so weitergeht mit den Fails, dann werdet ihr auf jeden Fall noch weinen sehen. Und das Traub dazu, das könnt ihr euch denken. So, gucken wir doch mal, was fehlt jetzt noch? Also, ich glaube, beim nächsten Level musst du Wario benutzen. Big Boobs Boy. Ah, kennst du so, so ein T-Shirt? Don't look at my boobs. Boos, genau. Boos. Und da sind dann zwei so eine Boo-Geister drauf, ah, die... Ja. Oh. Okay, jetzt machen wir mal die grüne Griff... Grotte. T4-Wook hatte heute auf der Arbeit die ganze Zeit ein Ohrwurm von Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, dim, dim, Jonathan Frakes, dim, dim, Jonathan Frakes, Jonathan Frakes, Jonathan Frakes, dum, dum. Ah. So, und bei dem nächsten Stern brauche ich jetzt bestimmt keinen Moment. 8 rote Münzen. Das klingt schon so nach Wario. Ich nehme mal sicherheitshalber einen Wario mit. Immer diese Wario. Nein, spring nicht! Nein, kein Selbstmord! Das wäre natürlich blöd, weil dann bekäme ich kein Wario. So, hier gibt es auf jeden Fall die Münzen, aber es sieht so aus, als wäre keine davon Wario-mäßig. So, und jetzt, ich glaube, das kenne ich noch. Weintrauben erinnern mich an einen Rätsel. Rätsel 002, wie viele Weintrauben? So, fangen wir doch einfach mal an. Ach, und hier gibt's auch diesen anderen Stern, na super. Okay, versuchen wir mal hier erstmal weiter in die Richtung zu kommen. Okay, also macht er das so lange, bis er irgendwo auf ein Hindernis trifft. Ja. Das wäre jetzt mit Kinect natürlich lustig geworden. Ups. Achso, nee, so, gucken wir mal. Dann müsste es ja hier weitergehen. Erstmal kaputt hauen. Erstmal kaputt, ey. Erstmal so. Da ist nämlich was drin. Ach, da ist auch noch so ein Wario-Ding. So eine Wario-Kiste. Ich wusste doch, da ist irgendwas. Ach, das ist bestimmt der Schalter. Na, das gucke ich mir als nächstes dann an. Ja, verfolg mich ruhig, du NSA-Auge da. Du wirst mich nie kriegen. Niemals. Oh, das war keine rote Münze. Aber da hinten ist eine rote Münze. Eine rote Münze. Schwupp. So. Und diese rote Münze erinnert mich an. An eine grüne Münze. Oh. Grüne Münze. Hm, ich mag grüne Münze. Also, Hase gibt ja einen super geheimen Tipp. Du musst da auf was hauen. Du musst da was aufhauen? Ja. Hm. Und hier muss ich erstmal... Weiter, 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 weiter. Und es ist weg. Für das nächste Level brauchst du übrigens wieder Wario. Kein Scherz. Das ist mir klar. Ich brauche für alles Wario. Wario ist der eine, der einzige. Genau. Und das mache ich da gleich kaputt. Put, 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 put. Weintrauben. Du weißt, dass es weniger als 10 sind. Dass die Anzahl durch 3 teilbar ist, die Ziffer ein geschlossen. Ich höre gar nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich kann. Ich muss sowas vor mir haben. Das bringt mir nichts, wenn mir das einer vorliest. Aber der Leid hat sich wirklich Mühe gemacht, den Rätsel zu machen. Ja, ich und weiß. Und jetzt essen. Was? Ich muss es jetzt essen. Nee, er ist jetzt essen. Ach so. Er hat sich so viel Mühe dabei gegeben. Jetzt musst du es auch essen. Aber es ist ein Rätsel. Egal. Alles, wo sich jemand Mühe gibt, muss man essen.
Ob es schmeckt oder nicht. Ich so. Habe über diese Zeichnung voll viel Mühe gegeben. Es besteht aus Stein und ich habe es. Bei meinen Hausaufgaben habe ich mir ganz viel Mühe gegeben. Oh, mein Hund hat sie gegessen. Genau. So, und auf ein neues. Diesmal schaffe ich's. Diesmal falle ich nirgendwo runter. Vielleicht hätte ich es auch mit einem Langsprung geschafft, da hinzukommen. Fehlt mir jetzt eigentlich irgendwo noch eine rote Münze? Oder? Ach nee, ich habe 6 Stück. Ich muss also nur noch diese Runde beenden und dann... Komm, dann da bin ich bei den anderen 2 und dann habe ich's. Okay, dann genehmige ich mir jetzt mal eine Traube. Wario, voll der Pole Dancer. Apropos, hat man das im Hintergrund vielleicht gesehen bei dem Kinect? Nein? Okay. Was meinst du? Pole Dance, Stange? Alles klar. Hast du nicht gesehen? Weißt du gar nicht von? Oh Mann, ich hab das sogar schon ein paar Mal erzählt. Ja, aber ich achte auf sowas gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Na gut. Weiß ich ja Bescheid. Oh, 111 Sterne. Nom. Nom. So, zack. Hey, das lila Ding auf dem Übersicht aus seinem Gesicht. Guck mal. Wario, der Metallschädel. Metal Wario. Ja. Nicht Selbstmord begehen, danke. Bumm. Der eine will ich einfach eingreifen. Da hat er aber nicht die Rechnung mit mir gemacht. Das war knapp. Und dann sagst du einfach so, nö, ich will erstmal meine Mütze anziehen. Genau. Denn meine Mütze ist mir wichtiger als von Gumberts. Keine Ahnung. So, und wer hätte das gedacht? Das will ich erstmal machen. Oh, ich müsste eigentlich den Charakter tauschen, damit ich da schnell genug bin. Ich bin ein bisschen übergewichtig. Ein bisschen. I'm slower, but I jump not higher. Okay, also ich lasse mich erstmal dann verkleinisieren. Und zwar, indem ich in dich reinlaufe. So, tschüss. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt hast du deinen Dienst getan. Fertig. Ja, genau. So geht das nämlich. Ja. So, und das stellen wir uns jetzt vor, hätte ich mit Kinect gemacht. Nom, nom, nom. Ich habe ja auch noch keine 100 Münzen, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube nicht. Nom, nom, nom. So, nochmal Wario, der Metallschädel. Gut, ich kann mir denken, was das also ist. Oh, du Selbstmord-Goomba, hör damit auf. Ey! Nein! Hey! Das gibt's doch nicht! Du willst dich als erstes umbringen, bevor er sich umbringt. Genau, das ist nämlich ein Wettbewerb. Wettbewerb. Nee, das ist ein Wettbewerb. Wer zuerst tot ist, hat ja, gewonnen. Genau. Okay, also. Mist. Der liebe Hase hat den Chat getötet. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Ich komme da bestimmt irgendwie hoch. Oh. Ey, das war gut. Oh, das war fast. Ich schaff das noch. Jetzt melden sich wieder alle so, nö. Nö. Ja. Nein. Ich schaff das. Ich mach das einfach. Ich krieg das hin. Wow, yeah!
Hat ein bisschen gedauert, aber ist okay. Genau wie die anderen. Ist die Frage, was ich hier mache. Eigentlich müsste ich Metal Mario Wario sein. Metal Mario Wario. Vital. Und hier ist nämlich eine Metal Kappe für mich. Yay. Und da ist nämlich was. Ja, genau, Hagen.